Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV am Nachmittag, 23.06.16:45 Uhr. Wir schauen auf die US-Märkte, die hier nicht direkt an die Performance des gestrigen Handelstags anknüpfen können. Die zeigen sich hier vielmehr schwächer und allen voran auch der Nasdaq 100-Index, den wir hier in der Beschau aktuell haben. Der Nasdaq Composite Index, also der breit gefasste Technologieindex aus den USA, der hat am gestrigen Handelstag schon einen neuen Höchststand markiert. Hingegen, wenn wir uns hier den Tageschart anschauen, vom Nasdaq 100 Index, der praktisch hier die 100 größten Technologiewerte darstellt, hier das Allzeithoch noch ein Stück weit weg ist. Wir liegen hier im Bereich 4816 aus dem Jahr 2000 und Sie sehen, das ist schon noch ein Stück weit entfernt. Doch auch unlängst den Nasdaq 100 Index hatten wir schon nicht mehr in dem Fokus. Drum war es heute mir auch ein Anliegen, das genau durchzuführen. Wir haben hier die Situation, dass der Index aktuell an einem Widerstandsbereich notiert. Warum? Das sehen Sie ganz klar, ohne viele Umschweife, wenn Sie kurzerhand mal auf den Chartverlauf achten. Wir sehen hier knapp unter 4550 Punkten, grob bei 4545 Punkten, eine klare Widerstandszone, von der der Index eben jetzt hier erneut wieder zurückkommt. Und das ist natürlich ein Stück weit unschön, denn man hätte sich natürlich hier, gerade im Sinne dessen, dass der Nasdaq Composite Index auf einen neuen Höchststand ausgebrochen ist, auch hier eine Folgetendenz in gleicher Art und Weise vorstellen können. Aber der Index verschnauft augenblicklich nochmal und ja, sammelt möglicherweise Kräfte für einen Ausbruch. Denn grundsätzlich muss gesagt werden, ist das Verweilen hier auf hohem Niveau sehr, sehr positiv zu sehen. Und ähnlich wie beim S&P 500 fehlt nicht mehr viel. Und dann haben wir ein neues Verlaufshoch, Schrägstrich beim S&P 500, ja dann sogar ein neues All-Time-High. Und wenn das natürlich vollzogen wird, dann hat natürlich hier der Nasdaq 100 in einer gewissen Art und Weise Zugzwang. Und es dürfte dann dementsprechend für weiter anziehende Preise sorgen. Wenn wir uns jetzt den Tagesschart anschauen, dann gilt es eben hier auf das Niveau 4542 zu achten. Insbesondere als Trigger kann man ruhig das Hoch von gestern nehmen, das Verlaufshoch im Bereich 4557 Punkten. Wenn es darüber hinaus geht, dann haben wir nicht nur ein neues Mehrjahreshoch, sondern eben auch dann hier die Konsolidierung aufgelöst, die wir auch hier nochmal sehr schön in so einem Rechteck einfangen können. So, hier mal sozusagen das Konsolidierungsmuster. Gelbe Zone. Wenn er ausbricht, wäre es theoretisch denkbar, dass wir dann nach oben aufdrehen, um hier dann Niveaus rein von den Wochen-Pivot-Punkten abgeleitet. Hier das Resistant Level 3 4720, Schrägstrich Resistant Level 2 4632 anzusteuern. Das mal als Idee, wenn der Index hier nach oben drauf dreht. Sollte es aber zu einer kleinen Verschnaufpause kommen, dann ist der Index hier am Wochen-Pivot-Punkt Schrägstrich sehr, sehr gut hier an diesem Unterstützungsbereich um 4465 Punkten abgesichert. Also zu präferieren ist ein Ausbruch, muss gesagt werden, gerade vor dem Hintergrund, dass auch der DAX und natürlich der S&P 500 unmittelbar vor neuen Hochpunkten stehen. Hier der Ausbruch nach oben. Was beim Nasdaq 100 noch interessant ist, und hier hole ich mal direkt die Saisonalität des Nasdaq Futures mal in das Bild, ist die Tatsache, dass hier entgegen der anderen Indizes, wir hatten hier den S&P 500 mit einer bärischen Entwicklung, wir hatten auch den DAX mit einer bärischen saisonalen Entwicklung, hier die saisonale Tendenz bis in den Juli hinein bullisch daherkommt. Also hier nach einer kurzfristigen Schwäche bis Anfang, was sage ich Anfang, bis zu den letzten Junitagen hinein, wäre es dann aber doch mit Beginn des Julis und insbesondere schon mit den letzten Tagen auf den Juni bezogen, hier durchaus denkbar, dass saisonalen Auftrieb erfolgt und das passt hier ganz gut ins Chartbild. Das heißt, der Index, wenn er nicht direkt ausbricht, dürfte er hier ein Stück weit konsolidieren und das sollte sich alles oberhalb von 4480 Punkten abspielen, um dann letztlich hier den nächsten Aufwärtsimpuls zu starten. Faktisch kann auch gesagt werden, jetzt machen wir die Linie hier mal ein Stück weit gestrichelt, denn die hat schon an Relevanz verloren, aber wir lassen sie mal im Chart. Faktisch kann gesagt werden, wenn wir 4465 aufgeben würden, aber erst dann, und das ist natürlich ein Stück weit weg, muss man zugegebenerweise sagen, aber oberhalb von 4480 ist der Index bullisch, unterhalb dessen wird es schon ein Stück weit kritisch und insbesondere unter 4465 Punkten muss man dann mit Abgaben rechnen, müsste man mit Abgaben rechnen, die dann in den Bereich 4385 Punkte erreichen. Das wäre dann praktisch hier diese Unterstützung, aber auch erst dann. Solange ist das alles, was sich oberhalb von 4480 Punkten aufhält, bullisch zu sehen. Und da ändert auch
die ein oder andere Schwäche, sofern sie denn kommt, nichts daran. Wichtig für den Index eben, dass wir hier nicht zu tief zurücksacken. Und wenn wir uns jetzt hier noch ein Stück weit Kraft tanken, dann hat der Index, wie gesagt, gute Aussichten, alsbald wieder nach oben anzuziehen. Diese Chancen muss man dem Index definitiv unterstellen. Und warten wir mal ab, was dann noch kommt. Gehen wir jetzt noch mal kurz in den Stundenchart. Das halten wir mal fest fürs nächste Mal. Stundenchart-Intervall, hier 24-Stunden-Indikation. Sehen wir jetzt hier die aktuelle Preisschwäche. Und wenn wir uns den Stundenchart anschauen, dann fällt auf, dass wir hier in diesen Bereichen ein Support-Level sehen: 4508, 4506, gepaart hier mit diesem Hoch vom 11.06., hier mit diesem Verlaufstief vom 19.06. hier zum Handelsschluss. Das ist eine Marke, ein Zonenbereich, den man sich hier merken sollte, wenn die Indizes denn hier, beziehungsweise insbesondere der Nasdaq 100 zur Schwäche neigt, dann wird das hier ein sicherlich erstes Auffangbecken, um dem Index hier wieder Kraft zu verleihen. Jetzt gehen wir nochmal mit einer schrägen Trendlinie daher, die hier sogar vorzeitig, oder besser gesagt frühzeitig hier schon Impulse setzen kann. So. Und das veranschaulicht eben auch hier mit dem Start in die neue Handelswoche. Hier das Support Level 1, 4520 Punkten. Da ist der Index schon mal in erster Linie sehr gut abgesichert. Hier auf Stundenbasis. Man kann sich kaum vorstellen, dass es da heute drunter geht. Wir haben diesen Aufwärtstrend hier, haben so Support Level 1 hier. Vielmehr sollten die Marktteilnehmer, wenn sie ein Stück weit seitwärts oszillieren, dann in Kürze Kraft schöpfen. Und dann kann es eben dazu kommen, wie hier im Tagesschart gezeigt, dass wir dann direkt wieder auf neue Hochs rausziehen. Ansonsten muss man sich dann unterhalb von 4520 Punkten durchaus auf einen Test von 4480 einstellen. Ja, das wäre dann hier dieses Level, passt auch mit dem Stundenpivotpunkt zusammen. Das wäre dann hier diese Zone auch klar zu definieren als Unterstützungsbereich. Wenn wir das mal ein Stück weit rüberziehen hier, sehen Sie die Stauzonen, die Hochpunkte. Das ist schon ein Level, wo man sagt, okay, hier müsste der Preis spätestens wieder anziehen. Gut, Nasdaq 100, wie gesagt, kurzfristige Konsolidierung. Sieht so aus, als würde das nicht lange anhalten. Jetzt zunächst noch ein Stück weit seitwärts, aber die Tendenzen, dass wir auch hier nach oben jetzt aufdrehen, sind gut. Die Märkte haben wieder bullisch eingedreht. Der DAX hat hier noch wesentlich mehr zu tun als die US-Märkte. Die notieren ja unmittelbar vor Höchstständen. Und wenn hier der Knoten platzen sollte, dann kann das auch wieder mal recht schnell gehen. Und das trotz der ja, saisonell möglicherweise anmutenden Sommerflaute sieht das aktuell noch alles ganz gut aus. Hier sehen wir auch unten den größeren Chart zum Nasdaq 100. Wenn das mal keine saubere Trendbewegung ist, dann weiß ich auch nicht. Und noch haben sich die immer mal wieder aufflackernden bärischen Signale nicht manifestiert in eine größere Umkehr. Und solange das nicht passiert, muss man hier den Bullenzug reiten. Also in dem Zusammenhang, liebe Zuschauer, wünsche ich jetzt noch einen schönen Resttag. Hoffe, Sie hatten einen guten Handelstag. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. In dem Sinne, viel Erfolg, Ihr Christian Kemmer und tschüss.